Omikron, die neue Corona-Variante, hat auch die Börse fest im Griff. Der DAX hat zeitweise im Wochenvergleich bis zu 900 Punkte verloren, dann aber auch wieder etwas aufgeholt. Klar ist, die Unsicherheit ist auf jeden Fall da. Und bei mir jetzt Robert Halver von der Baader Bank. Schön, Sie hier zu sehen, Herr Halver. Ich habe das Gefühl, vor einer Woche haben wir noch über die Jahresendrallye gesprochen, ob wir vielleicht noch 17.000 Punkte erreichen können. Jetzt reden wir über die 15.000, ob wir die noch halten können. Omikron, die Geschichte, das Thema hier an der Börse? Man ist ja nie vor schwarzen Schwänen gefeit. Jetzt haben wir eben diese neue Corona-Variante und wir wissen natürlich nicht, was daraus wird. Sie soll ansteckender sein, oder das sieht man ja schon, aber ist sie gefährlicher, das wissen wir noch nicht. Aber die Börse hasst natürlich die Unsicherheit. Und dennoch behaupte ich, hält sich die Börse, auch der DAX, relativ stabil, auch wenn einiges verloren worden ist, weil man ja noch andere Kriegsschauplätze hat oder vorteilhafte Bewegungen, wie zum Beispiel die Geldpolitik. Die bleibt für mich trotz allen Bekundungen der Notenbanker positiv. Aber Omikron ist natürlich dann jetzt ein großes Fragezeichen. Wir wissen natürlich nicht, wie die Konjunktur nochmal davon beeinträchtigt wird. Gibt es nochmal Lockdowns? Man hat den Eindruck im Augenblick nicht so stark wie in der Vergangenheit. Das wäre schon mal positiv. Aber wir haben wieder ein neues Spielfeld. Klar ist, egal wie, es werden wieder Maßnahmen kommen und viele Branchen werden betroffen sein. Könnte man wirklich ausschließen, dass es wieder zu einem Börsencrash wie im März 2020 kommt? Ich glaube nicht an einen Börsencrash, weil wir sind jetzt hart gesotten. Wir haben jetzt schon lange ja dieses Thema Corona und die Börsen haben es ja irgendwann auch dann einfach verdaut, könnte man sagen. Und wir haben natürlich auch eine Notenbankpolitik, die immer dann, wenn es ja zwickt und zwackt, sagt, dann finanzieren wir eben Konjunkturprogramme, damit eben die Konjunkturlaune von Konsumenten und Unternehmen nicht so arg leidet. Das würde man wieder machen, käme es denn zum Ärgsten, denn man weiß, wenn man das dann laufen lässt, die Aufräumarbeiten am Ende, das haben wir 2008 bei der Finanzkrise gesehen, die sind viel, viel teurer, hat mit Stabilität nichts mehr zu tun. Das muss man auch dazu sagen, aber heute geht es um die Stabilität der Finanzwelt und das wird die Aktienmärkte dann wieder stützen. Das sehen wir ja auch, ja, dass im Grunde genommen der Aktienmarkt ja nicht wirklich dramatisch runtergehen will. Sind denn jetzt Impfstoffhersteller wie BioNTech und Moderna oder die Stay-at-Home-Aktien wieder interessant für Anleger? Sollte man da ein Auge drauf werfen? Es gibt ja immer die Sonderthemen, natürlich gerade in der Biotechnologie faszinierend. Ja, die Umsätze gehen ja massiv nach oben von BioNTech und Moderna, aber gerade in der Biotech-Branche schaut man natürlich auch auf die Zukunft. Wie ist die Pharma-Pipeline? Ist die gut gefüllt? Man weiß, dass ja dieser mRNA-Impfstoff ja sowas wie ein Highway ist, eine Straße, auf der man auch andere Krankheiten bekämpft werden könnte. Krebs zum Beispiel, das wäre natürlich auch ein Megathema. Das wissen wir aber jetzt noch nicht, wie konkret man da ist. Von daher sind die Schwankungen bei den Werten auch sicherlich hoch. Man muss immer etwas haben, wo man sagen kann, und das kommt morgen. Und deshalb gehen die Aktien auch mal runter. Also von daher längerfristig interessant, aber auch schon mal wissen, dass die Volatilität wehtun kann. Das andere Megathema ist natürlich Hightech. Das läuft natürlich ganz klar weiter aus zwei Gründen. Einfach weil Digitalisierung, Ersetzung des Menschen durch die Maschine, künstliche Intelligenz ja eine Sonderkonjunktur hat. Und dann, Sie sagen es ja, Stay Home, das ist natürlich dann Homeoffice, die Kultur wird auch irgendwann nach Corona weitergehen. Das heißt, wir haben zwei Faktoren, die gerade den Hightech-Sektor massiv unterstützen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Corona-Verlierer gesehen, zum Beispiel Lufthansa als Airline. Sollte man da jetzt lieber erst recht die Finger von lassen oder denken, naja, da gibt es viele Chancen, denn in der Zukunft wird die Aktie wieder steigen? Ich lebe ja durchaus Investments, die antizyklisch sind. Also wenn die Lufthansa oder die Airline-Branche, die Touristikbranche so auf Boden liegt, ja, und man nach wie vor davon ausgeht, dass definitiv auch Corona irgendwann zumindest, dass man es im Griff hat, dann kann ein Langfristinvestor immer sagen, ja, und da steige ich dann ein, und da komme ich so günstig dann nicht mehr rein. Lufthansa, der Staat geht immer mehr raus, das macht ja auch Freude. Und Reisen, das ist immer eine Sehnsucht der Deutschen. Und wenn wir wieder reisen dürfen, dann sieht man, dann werden wieder die virtuellen und die Reisebüros draußen auf der Straße gestürmt. Mit all diesen Unsicherheiten, die wir jetzt sehen rund um Omikron und Corona, wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Wie kann man sich vielleicht absichern, positionieren? Erstens keine Panik.
Zweitens, Zinssparen bleibt uninteressant wie Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, weil die Notenbanken ja gar nicht jetzt wirklich restriktiv werden können. Drittens, die Branchen sich ausschauen, die immer noch Megathemen sind. Das ist die Hightech-Branche, das haben wir besprochen. Das ist auch der Klimaschutz, auch eine Sonderkonjunktur, die man hat, die auch politisch auch sehr stark verfolgt wird. Also da brennt dann längerfristig überhaupt nichts an. Und wenn der Markt immer kräftig runtergeht, wieder einsteigen in diese Branchen zum Beispiel, aber auch zum Beispiel in Industrie oder in die Airlines und die Touristikbranche. Und wenn man trotzdem noch Angst hat, dann bald ist Weihnachten. Regelmäßige Aktiensparpläne, die hat man dann auf jeden Fall. Denn diese Schwankungen, dafür hat man gerade diese Aktiensparpläne gemacht. Geht es runter, bekomme ich mehr Aktie für meine Euro-Beiträge. Und längerfristig hat sich das immer bezahlt gemacht. Die Aktiensparpläne von Robert Halver unterm Weihnachtsbaum. Danke Ihnen für diese Einordnung, Robert Halver von der Baader Bank war das. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.